Kannst du nicht? Nein. Warum? Alles Ohr. Alles Ohr. Bah. So. So bleiben wir. So bleiben wir? Ja. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video nach der Geburt. Das ist das Video zum Geburtsbericht und Alicia fängt an. Genau. Also, wir sind ja am Montagabend ins Krankenhaus gefahren, weil Hamza mich gezwungen hat. Ja. Weil ich hatte die ganzen Tage davor halt Wehen, was ich auch in der Story immer öfters erwähnt hatte. Ich hatte Rückenschmerzen, bin dann auch baden gegangen und eigentlich sollte man ja da den Test machen, ob die Wehen bleiben oder gehen. Und die Wehen sind geblieben. Heißt, das waren richtige Wehen. Ja. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und die haben mich dann leider gleich da behalten. Ich will noch was anmerken. Sie wollte nicht ins Krankenhaus. Ja. Ich habe gesagt, geh lieber ins Krankenhaus, weil das hört sich nicht gut an. Weil alle auch unter den Videos und den Kommentaren geschrieben haben, geht lieber ins Krankenhaus, das können richtige Wehen sein und, und. Ja, daraufhin hat er mich gezwungen, ins Krankenhaus zu fahren. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und die haben mich natürlich gleich da behalten, haben mir einen Zugang gelegt. Ich hatte CTG und die haben halt gesagt, die Kleine liegt so tief im Becken und ich habe halt schon Wehen. Und wenn ich das halt ein bisschen beschleunigen will, die Geburt, also nicht so lange in den Wehen liegen will, sollen wir ein bisschen spazieren gehen. Da sind wir dann auch 2-3 Stunden oder so im Krankenhaus spazieren gewesen. Und ja, dann sind wir wieder hochgegangen gegen 0 Uhr, ne? Genau. Gegen 0 Uhr sind wir wieder hoch im Zimmer. Wir hatten übrigens ein Familienzimmer. Ich bin sehr glücklich darüber. Und ja, genau, dann wollten wir eigentlich schlafen, aber... Schlafen war wohl nichts. War nicht. Nee, ich habe die komplette Nacht nicht ein Auge zugemacht, weil ich die ganze Zeit in regelmäßigen Abständen in 2-Minuten-Takt Wehen hatte. Ja, im 2-Minuten-Takt hatte ich Wehen. Überleg mal, du wolltest nicht ins Krankenhaus, ja. Und dann hattest du Wehen. Ja. Das ist krass, ich wollte die ganze Zeit nicht hin. Ich habe gesagt, so kurz vor Knopf, Mira kommt eh nach ET bestimmt. Aber Kleine konnte fast rausgucken gefühlt. Ja, es hat echt nicht lange gedauert. Also ja, dann hatte ich die ganze Nacht Wehen, habe somit auch gar keine Kraft für die Geburt gehabt. Und ja, dann hatte ich morgens um 7 hatte ich wieder ein CTG. Und beim CTG ist meine Fruchtblase plus. Überleg mal, ich bin, okay. Ich stehe gerade auf, einmal sagt sie mir, ja, ich gehe zum CTG. Mhm. Und dann kommt sie wieder und sagt, meine Fruchtblase ist beim CTG geplatzt. Ich gucke so, ist so. Ja, ist geplatzt und mein Muttermund war dann schon bei 4 cm, Leute. Bei 4 cm. Krass, wirklich. Das ist einfach okay. Und ich habe, also, ich meckere mit ihren Babys. Muss das jetzt beim Video sein? Bibi. Ja, dann hat sie dann nochmal geguckt und dann meinte die Hebamme, oh, okay, das wird nicht lange dauern, wir machen jetzt den Kreißsaal fertig. Weiter? Ja. Dann haben wir den Kreißsaal fertig gemacht und ich wurde dann wieder ans CTG gehangen, durfte im Kreißsaal halt sein und dann kam auch schon Hamza. Ich dachte nicht, dass die Geburt losgeht. Auf einmal. Sie lag da schon in diesem, wie heißt es? Zum Gebären, so dieser Stuhl auf jeden Fall. Ja, da. Dieses Bettmäßig. Halt. Genau. Ich wusste, ich kenne mich damit gar nicht aus. Ja. Auf einmal nimmt sie meine Hand, auf einmal sagen sie, pressen. Ich gucke so, ich wusste nicht, was ich machen soll. Also, mhm. Ich so, wie pressen? Was ist los, so Leute, ne? Ja, das war krass. Ja. Ja, also wir haben angefangen, also ich hatte irgendwie 2 Blasen. So Fruchtblasen, weil eine ist vorher geplatzt beim CTG und dann hat die Hebamme beim, wie heißt das, wo ich mich da hingelegt habe, beim Kreißsaal, hat sie dann auch noch eine Blase aufgemacht. Also die... Okay. Ja, die hat sie dann auf jeden Fall auch aufgemacht und ja, das war... Bibi, ey. Das war auf jeden Fall schon krass, weil alles runtergelaufen ist und danach, als sie das aufgemacht hat, danach war vorbei, Leute. Danach war vorbei. Das kann ich euch sagen, weil die hat natürlich geguckt, wie weit der Muttermund offen ist, ne, und ob die schon mal spürt, bla. Und als die aufgegangen ist, dann musste ich dann auch so ein Gymnastikball, um zu kreisen, Hamza war hinter mir.
Und er so, schön kreisen und ich so voll in den Wehen so. Locker eine Stunde, ich so, schön kreisen. Sie so, ja. Ey Leute, aber nicht. Als diese Flüssigkeit alles rauskam, ey, ich dachte mir so, wow, bin ich im falschen Film? Ja. Aus meiner Frau kommt so viel Flüssigkeit, so verschiedene Sachen. Ich dachte mir so, wo kommt das alles her? Ja, das war echt cool. Ich dachte eigentlich echt, dass er umkippt, aber ist er nicht. Eigentlich krass. Und ja, genau, dann habe ich halt noch mehr Druck nach unten gespürt. Und da sollte ich Bescheid sagen, weil ich mich dann hinlegen sollte. Und dann habe ich mich hingelegt und Leute. Oh, was ist danach passiert? Ey, das ist, ich kam, es ist wie ein Traum gerade so. Wirklich, ja? Da, als ob ich da gewesen wäre, aber irgendwie auch nicht so. Das ist so krass, ne? Es war einfach krass, weil dann auf einmal haben die Wehen richtig angefangen. Aber Halleluja. Dann habe ich Schmerzmittel bekommen. Und dann, ich habe ja ohne PDA gemacht, wo ich auch wirklich sehr stolz drauf bin, da ich keine PDA gemacht habe. Und ja, dann haben die mir Lachgas angeboten, ne? Leute, man ist doch von erstmal so, hi, ne? Das hat aber bei dir gar nicht gewirkt. Ne? Nee, bei mir hat das gar nicht geholfen. Ich habe davon keine Luft bekommen, also ja, wenn ich das eingezogen habe. Deswegen habe ich dann irgendwann die Maske weggeworfen. Und dann haben die mir Schmerzmittel gegeben. Das war sehr gut, sehr, sehr gut. Und genau, dann habe ich, also ich war auch so wie im Halbschlaf so. Ja. Also ich war nicht richtig wach, aber ich war auch nicht richtig weg. Weißt du? Nee, genau. Ja, also Hamza musste neben mir sein und mich schon zwingen, so, okay, ey, du hast gehört, pressen oder atmen, Luft anhalten, schieß mich tot, ne? Ja. Und ja, ich hatte noch meine Augen so verdreht, also ich war wie weg einfach in dem Moment. Verdröhnt und dann hatte ich auch noch keine Kraft, weil ich die ganze Nacht natürlich nicht geschlafen habe. Ja. Und ja, genau, dann irgendwann kam es dann so weit, dass die Presswehen eingesetzt haben, also Endphase. Und Leute, ich sag euch, dieser Druck nach unten, es fühlt sich wirklich an, als müsst ihr auf Klo. Und ich habe diesen Druck nach unten so gespürt und dann meinte sie, und soll ich immer schön mitschieben bei der Wehe, habe ich auch gemacht, also mitgedrückt. Und dann als die meinten, okay, also wir hatten drei Hebammen da, ne, plus eine Ärztin. Mhm. Also wir waren Full House da, ne? Genau, dann hat die eine Hebamme, weil die haben dann irgendwann gesagt, okay, wir holen sie jetzt, weil Mira ihre Herztöne nach unten gegangen sind. Deswegen haben die gesagt, okay, wir holen sie jetzt. Oh mein Gott. Ja, und dann haben, boah, Leute, das ist eigentlich krank, ne? Ich war ja voll vernebelt. Dann hatte ich eine Wehe, eine Presswehe und dann auf einmal die eine Hebamme an meinem Bauch, ne, um Mira rauszuschieben. Die andere hat mein Bein festgehalten. Ich dachte mir so, also ich dachte, das will ich aber so hinterher, wenn man so darüber nachdacht und denkt, ne. Das Schlimmste kommt jetzt. Ja, dann die andere Hebamme hat auch ein Bein, glaube ich, von mir gehabt, ne. Und dann die Ärztin in dem Moment so, zack, Dammschnitt. Oh, und ich war wirklich davor. Ich so, press, Mira ist gleich da. Auf einmal, ich dachte mir so, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja. Ist jetzt nicht passiert, hat sich einfach abgeschnitten. Und dann war auf einmal die Kleine da, so ihr Kopf so blub, auf einmal kam sie raus. Ich dachte mir so, wie kommt so ein Wesen aus sowas raus? So, wisst ihr, was ich meine? Aber eiskalt, er hat sich das von vorne angeguckt. So, er guckt mich an, ne? Dann, man hat ja immer das Gefühl so, wenn man eine Presswehe hatte, okay, der Kopf ist schon da, ne, weil die Schmerzen sind heftig. Und dann ist so, ist der Kopf schon da? Und haben da so, nee, aber gleich, mach weiter bei der nächsten Wehe. Und er steht einfach so vor mir. So voll lustig. Das war so schlimm, ey, als ich gesehen habe, wie sie, zack, und ja, dann kam Mira raus. Und dann, aber als sie raus war, ey, mein Herz ist aufgegangen, ja, ihr Herz ist aufgegangen, wir haben geweint, wie im Wasserfall, wirklich, hatte ja Tränen in den Augen. Sie hat geweint, richtig deutlich. Ich bin halt nicht so der Emotionalste, ja, aber trotzdem habe ich Tränen in den Augen gehabt, es ist geflossen trotzdem. Das war so ein schönes Gefühl, zu sehen, dass dein eigenes Baby, das krass, kam raus, hat direkt geschrien und so richtig süß. Ja. Ey, mein Herz ist aufgegangen, wirklich. Ja, und Hamza hat dann auch die Nabelschnur durchgeschnitten. Das war echt mega süß, ich war dann noch so ein bisschen vernebelt. Dann habe ich sie schreien gehört, Leute, ich habe die ganze Zeit geheult. Die ganze Zeit irgendwann, nachdem Mira schon fertig gemacht wurde und alles, ne, hat die eine Hebamme mich noch gefragt, weinen sie jetzt, weil sie sich freuen oder haben sie Schmerz? Ich so, nee, ich freue mich. So voll verballert, ne?
Und ja, dann in der Zeit, wo ich genäht wurde, haben sie halt die Kleine gehabt. Das habe ich auch nicht mehr richtig mitbekommen, dass die da genäht hat. Keine Ahnung, juckte mich nicht, weil ich habe nur meine Augen bei der Kleinen gehabt. Ich hatte sie als erstes auf jeden Fall in den Arm. Ja. Und sie haben auf jeden Fall auch, ich habe auch viel, ich kann nicht mehr reden, weil es so, wenn ich daran denke, dann bin ich wieder so emotional. Auf jeden Fall habe ich die Nabelschnur auch durchgeschnitten von der Kleinen. Und ja, es ist einfach so schön, Das ne? war ein schön, also ich muss sagen, wir hatten echte Traumgeburt, weil, guck mal, ich hatte die ganze Nacht Wehen zwar, aber ich hatte um 8 oder 9 CTG, wir sind um 10 ungefähr in den Kreis, und um 13:10 Uhr war die Kleine Ja. da. Es war echt eine Traumgeburt und das ohne PDA und alles, also Maschallah, so, ne? Richtig schön, wirklich. Richtig gute Geburt, muss ich sagen. Traumgeburt, wirklich. Ja, Es ist also einfach eine Traumgeburt es gewesen. war wirklich eine Traumgeburt. Ich habe mir auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht, weil ich habe nur Horrorgeschichten gehört. So, okay, du wirst es nicht schaffen. Also für einen kleinen Moment bei der Presswehe habe ich bereut, keine PDA gehabt zu haben. Echt? Ja, ich habe es bereut. Ich habe in meinem Kopf mir gedacht, fuck, hätte ich mal eine PDA gemacht. Aber das ging alles so schnell nach dem CTG, wo ich den Blasensprung hatte, haben die gesagt, dann müssen wir dir jetzt eine PDA legen. Jetzt. Und ich war gar Ja. nicht darauf vorbereitet. So, nee, wir machen so, ne? Ja. Wir kriegen das hin. Die meinte auch, du schaffst das, Aber das ne? war, hast du richtig gut gemacht. Ich bin wirklich stolz Ja, auf dich. Hast du danke. richtig, richtig, wirklich. Du hast es sehr nice gemacht, wirklich. Das war voll schön. Er war die ganze Zeit da und hat mir so zugeredet. Hat gesagt, ich bin voll Krass, stolz auf dich und krass. so. Du schaffst das, wir haben gleich unsere Mira und so. Das hat mir Mut gegeben, um dann durchzuhalten und echt zu machen, weil wie oft ich da gesagt habe, ich kann nicht mehr, ne? Wie oft habe ich das gesagt? Zu oft. Ich konnte wirklich nicht mehr, weil ich so kaputt und müde war. Und meine einzige Sorge dann. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Meine einzige Sorge, ich habe voll die Wehen gehabt. Ich gucke ihn und die Hebammen an, so ich will einen Kiwi-Becher haben. Überleg mal, sie hat Presswehen, nee, irgendwelche Wehen. Ja, auf dem Ach Gymnastikball die ja, Wehen. die. Und dann sagt sie zu mir, einen Kiwi-Becher haben. Ich dachte mir so, andere Sorgen hast du gerade nicht, ne? Ja, Okay. man muss doch irgendwie sich ein bisschen Ja, na ablenken, so. klar, aber Und in trotzdem. dem Moment habe ich voll an Kiwi-Becher gedacht. Ja, auf jeden Fall, das war so die Geburt und dann wurde mir die Kleine auch angelegt nach dem Nähen und dann habe ich angefangen, sie zu stillen und Leute, das ist das schönste Gefühl ever. Das schönste Gefühl ever. Ich liebe es. Ich habe am Anfang Angst gehabt, da ich vielleicht nicht stillen kann, aber dann, ich kann stillen. Bis jetzt, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich bin sehr glücklich darüber und ja, so kam Mira am 3.8. um 13:10 Uhr zur Welt mit 3440 Gramm und 55 Zentimeter, aber ich finde sie gar nicht so groß, weil Nö. sie passt in Größe 50 rein. Ja. Hä? So, Das kann gar nicht irgendwie. irgendwie stimmt da was nicht, ich Nee. weiß es nicht. Weil 56 passt ihr nicht richtig. Ja. Das ist viel zu groß. Und ich habe mich noch nie so schnell in ein Mädchen verliebt. Also, ich muss sagen, er macht das auch richtig gut. Ja. Wir sind noch ein bisschen vorsichtig, man hat immer einmal mehr Angst, sage ich mal. Natürlich, auf jeden Fall. Ne? Aber ich finde, so für den 3. Tag machen wir das schon echt gut. Ja. Und also ich bin so schon stolz darüber, so wie wir Boah, das schon gut. machen. Wirklich, hast du echt gut gemacht. Ich fand, bist sehr tapfer gewesen. Wirklich, du warst sehr, sehr tapfer. Und hast es richtig gut gemacht. Wirklich. Ey, hätte ich nicht gedacht, du Danke. hast es richtig gut gemacht. Wirklich. Muss Danke. schon sagen, wirklich, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Das war deine erste Geburt und du hast sie perfekt gemacht. Wirklich, also in meinen Augen war es wirklich sehr, sehr gut. Ohne Komplikationen, Ohne Mira ging es Komplikationen. gut. Und du bekommst noch ein Geschenk von mir, was Nein. wahrscheinlich ankommt. Wenn ihr das Video seht, wird das Geschenk angekommen sein und auf meinem Kanal, Insta-Kanal, wird das Geschenk dann zu Voll sehen sein. süß. Weil bei uns ist das so, wir schenken unsere Frau was, wenn sie geboren hat, einfach als Geschenk. Und einfach als Dankeschön, dass du uns diese Tochter gegeben hast, geschenkt hast, so, weißt du? Ja. Ja, und eigentlich hätte ich ja auch keinen Dummy-Schnitt gehabt, aber da Mira ihre Herztöne runtergegangen sind, musste einer gemacht werden. Es sind Schmerzen, bin ich ehrlich, aber jetzt habe ich meine Kleine und bin sehr, sehr glücklich. Genau. Das war so an sich unsere Geburt. Dann, klar, sind wir noch 2 Tage im Krankenhaus geblieben. Nee, ein Tag. Ein Tag. Ein Tag? Also Ja. nach der Geburt ein Tag, klar. Stimmt, nach der Geburt ein Tag. Ja, wir sind gestern, ja. Ne, ein Tag und anderthalb Tage. 1,5 Tage. Genau, sind wir dann noch da geblieben. Und dann wurden wir auch wieder entlassen, weil ja alles gut war. Und am Sonntag, wenn ihr das Video seht, kommt meine Hebamme.
Und dann bin ich mal gespannt. Es ist halt schade, wegen Corona haben wir viel verpasst, Ja, ne? Vorbereitungskurs. klar. Ich habe vor, also in Wien gelernt, wie man Presswehe nicht veratmet, sondern eine Presswehe macht. So mit dem Atmen. Ne? Das hat man ja eigentlich im Geburtsvorbereitungskurs. Und Genau. das fand ich schade. Dann er hat bei der Geburt das erste Mal ein CTG von seiner Tochter gehört. Krass, ne? Das finde ich auch richtig traurig. Das ist auch traurig. Aber jetzt habe ich meine Tochter neben mir. Ja, jetzt hat er seine kleine Tochter neben sich und genau, das war aber unsere Geburt. Also ich fand sie eigentlich ganz schön. Ich auch. Ich bin wie gesagt echt glücklich, dass ich ihn habe. Man hat echt gemerkt, in schwierigen Situationen ist er echt da und will dir helfen. Das hat man, er hat vollen Einsatz geleistet. Er hätte safe als Hebamme durchgehen können. Safe. Also wirklich. Und da bin ich auch echt stolz drauf. Oh, danke schön. Und auch, dass wir so für mich und Mira da ist, ne? Natürlich, das ist meine Aufgabe. So, er hilft mir hier Das ist generell, normal. ne? Auch mit Mira nachts ist er auch wach. Er guckt sie an, so, so eine kleine Zicke und so. Ja. Also ich bin nicht allein und das ist schon gut, weil Ich gerade so weiß. jetzt im Wochenbett mit dem ganzen Bluten, Stillen ist schon nicht ohne mit dem Schnitt. Ja, deswegen, ich bin echt glücklich, dass ich ihn habe und ich glaube, das war die Geburt von unserer Tochter, war so der Moment, wo man gemerkt hat, man braucht nichts anderes, außer so die zwei wichtigsten Menschen im Leben. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren. Auf dem Weg zu 100.000. Genau. Und am Mittwoch kommt auch ein neues YouTube-Video von uns online. Warum wir Mira nicht zeigen. Genau, ihr Also abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.